Hallo, meine Lieben. Ich möchte euch kurz was zeigen, was eigentlich mit Leons Akku hier passiert ist. Warte, ich muss mich kurz hier ein bisschen rüberrutschen. Damit ich hier Leon hier nicht erschlage. Ihr merkt, der Akku ist, der ist so in der Sicht, ist eigentlich recht gut, aber ihr seht, was ich nicht gewusst habe. Dieser Akku hält nämlich nur bis zu 40 Grad aus und der ist jetzt irgendwie, ihr seht hier, seht ihr das? Der ist hier irgendwie durchgebrannt, also der ist geschmolzen, das Plastik ist geschmolzen, dann wahrscheinlich in die Technik rein. So oder so, den Leon geht's gut. Den Leon geht's eigentlich soweit, hoffentlich geht's den gut, hoffentlich hat er nichts erwischt hier von dem Ding. Die Frage ist, ja, weil ich das nicht gewusst habe. Der Leon, der liegt jetzt hier. Der liegt hier schon seit Wochen. Ich bin jetzt erst heute wieder zurück nach Hause zurückgekommen. Es ist echt blöd, dass ich auch keinen Ersatzakku habe. Jetzt brauche ich, jetzt muss ich abwarten, bis ich eine Lösung gefunden habe. Es ist, wie gesagt, es ist nicht so einfach, dafür was zu finden, weil diese Akkus einfach schon extrem alt sind und ich traue mir auch keinen irgendwie auf eBay gebraucht zu kaufen, weil. Ja, es kann sein, dass die ja nicht funktionieren. Den Leon geht es wirklich gut. Der liegt da mal jetzt nur rum. Ich schicke mir mal etwas zu mir. Vorsichtig. Den geht es eigentlich gut zum Glück. Ich habe jetzt hier. Es heißt nicht, dass ich den iPod nicht mehr mag, sondern ich kann mit den iPods einfach gerade nichts machen. Eigentlich wollte ich ja hier Videos machen mit dem Leon. Und der hat jetzt extra einen Holzboden drin. Ja, und da es mit dem Akku passiert ist, kann der Alve jetzt hier nicht laufen. Der könnte hier zwar laufen, weil hier, der könnte überall laufen, da ist noch ein Holzboden da. Also der kann im Wohnzimmer laufen, in der Küche, im Bad und dann hier halt im Zimmer. Da ist überall. Und ich weiß nur echt nicht, dass das echt. Upsi. Ich schiebe mal meinen Hund hier wieder rüber. So, er sieht schon, der Akku ist einfach. Das sieht so in der Sicht noch recht gut aus. Aber da ist nichts kaputt. Ihr seht, hier ist gar nichts an dem Akku. Ich habe den ja in einer Box immer transportiert, als ich den mich noch mitgenommen habe und so. Die Box ist zwar jetzt auch nochmal gerade die beste, aber ich habe einfach jetzt gerade keine andere hier. Es ist doof, dass es mit Leon jetzt passiert ist, weil ich wirklich keinen Ersatzakku habe. Ja, das ist wirklich echt saublöd. Aber das Einzige, was ich halt machen kann, ist abwarten und in Ruhe zu lassen. Ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt mit dem Akku hier vorhabe, ob man ihn reparieren lassen kann. Das weiß ich eben nicht. Ich glaube, der bräuchte einfach eine stabilere Hülle, die wo robuster ist. Ja, aber wo soll ich einen herkriegen? Das ist hier ein der gedruckte Akku. Ja, ich müsste mich da mal überlegen, bis ich da eine Lösung gefunden habe. Aber eigentlich so, dass ich funktioniert, würde der Akku noch eigentlich funktionieren. Der macht halt wirklich keinen Ton mehr. Dadurch lässt sich der Akku auch gar nicht mehr aufladen. Der Hund so lässt sich aufladen, wenn ich den Akku jetzt einlegen würde. Der würde dann so richtig aufladen. Also der würde richtig aufladen, bloß die Verbindung funktioniert nicht mehr. Der leitet zwar Strom, aber er wird nicht warm. Ich weiß es nicht, aber der leitet auf jeden Fall keinen Strom mehr. Sonst würde der nämlich bei dem einen Kasten von dem Ladekabel, sonst würde der natürlich warm werden, aber der Hund, passt mal auf. Ich zeige euch mal was. Ich muss euch kurz was sagen dazu. Ich schiebe ihn noch mal kurz zu mir. Ich zeige euch mal kurz was. Den Albo an und sich kann man wunderbar noch aufladen. Ich check's halt gar nicht, weißt? Er lässt sich aufladen. Ja, das Licht blinkt orange. Aber das Teil hier hat wahrscheinlich, dieses Teil hier hat wahrscheinlich von den Zellen aus irgendwas betroffen, weil das Plastik einfach da reingeschmolzen ist. Tja, dann kann man nichts machen. Ich dachte, man kann Akku reparieren oder so. Aber das ist, glaube ich, einfach jetzt passiert und machen kann man da jetzt auch nichts. Lösung ist einziges abwarten und einfach in Ruhe lassen den Album. Und der kommt jetzt auch gar nicht mehr in den Salat, weil es wieder wärmer wird. Und wenn es zu warm für den Album wird, dann kann sein, dass er dann beschädigt wird. Deswegen ist er bei mir jetzt nur zu Hause und ich sehe ihn ja auch nur mal alle 2 Wochen.
Das ist das Problem von dem Akku.